Also wird er mehr als eine Basis haben. Frage ist, wo ist die andere? Jo, das sind ein paar. Das sind ein paar. Okay, das sind wirklich ein paar. Ich glaube, den Ölförderturm, den können wir jetzt schon mal auspacken. Oh, das ist voll. Geil. Sehr gut. Sehr schön. Immer einen Reserve halten. Ich glaube, das ist nicht grundverkehrt. Was ist hier unten los? Ich sehe feindliche Truppen. Könnt ihr bitte mal... Könnt ihr es zulassen, dass es hier wieder aufgebaut wird? Zerschießen. Sehr schön. So will ich euch sehen, Männers. Genauso. Ich will euch kämpfen sehen, Männers. Was ist das hier? Clanhalle, okay. Baut wirklich wie bescheuert, ne? Also, irgendwo scheint er seinen Bauhof noch sitzen zu haben. So, dann seid ihr Team 5. Das heißt, er wird noch eine Basis haben, aber wo? Ja, ich weiß, wir haben schon einen zweiten Ölförderturm gebaut, also alles gut, entspann dich. Jetzt baut er gar nicht mehr. Hat er jetzt kein Geld mehr, oder... Also am Bauhof wird das wahrscheinlich nicht liegen. Ja. Ah ja, alles klar. Wir haben die Quelle gefunden. Alles klar, er hat also noch eine Basis. Wir haben es also direkt von Anfang an mit zwei Stützpunkten zu tun. Alter Schwede. Was Command & Conquer sich also so ziemlich fürs Ende aufgehoben hat, macht KKND direkt am Anfang. Das ist heftig. Aber gut, soll mir recht sein. Angriff. Ah, ja. Das sieht doch interessant aus. Was ist das hier? Ein Bestienkriege. Aha. Erstmal das da. Jawohl, jetzt ist Kraftwerk direkt. Sehr schön. Und jetzt rauf da. Nichts mehr mit Bestien. Ist auch interessant, die unterscheiden zwischen Bestienproduktion und Fahrzeugproduktion. Sehr interessant. Das war alles schon? Ich dachte, er hätte jetzt irgendwo noch ein zweites Hauptgebäude. Sehr schön. Damit hat sich das schon mal erledigt. Irgendwie glaube ich, dass es immer noch nicht alles war. Ja, er baut nämlich immer noch. Er baut immer noch. Leute, ausschalten. Er hat schon wieder eine Fahrzeugproduktion gebaut. Ja, ja, so ein Schlawiner. So, weghauen. Danach auf das Kraftwerk rauf. Das, also, wie viel Geld hat er denn? Der muss doch irgendwann mal kein Geld mehr haben. Kann doch nicht sein, dass er hier mit unendlich Geld rumrennt. Oder vielleicht doch? Ich traue es der KI zu. Die Frage ist halt, wo sitzt Sven sein zweiter Bauhof? Ich sag jetzt einfach, also es tut mir leid für die Leute, die KKND kennen und jetzt sagen, Mensch, Lars, das ist ein Gebäude, heißt so und so. Für mich ist es erstmal ein Bauhof. Na, vielleicht hier in der Ecke noch was? Das würde nämlich erklären, warum da ständig ein Skorpion und ein Truck um die Ecke kam. So, jetzt stehen noch die Türme, ja? Das wissen wir. Na, baut er hier irgendwas? Nee. Jetzt gerade baut er nicht. Das muss ja nicht heißen, dass es doch nochmal so kommt. Wie sieht es mit den Ölleuten aus? Wieso sammelst du nicht? Da hinten ist mehr als genug Öl, mein Freund. Okay, Produktion ist abgestellt. Das ist ganz gut. Ich glaube, das reicht jetzt auch. Ich glaube, so viele Leute brauchen wir auch gar nicht mehr.
Ah, guck mal, hier oben geht's gar nicht weiter, oder was? Nee, hier geht's gar nicht weiter. Nee. Aber wie hat er dann die Gebäude einfach gebaut? Heißt das, er braucht keinen Bauhof oder beziehungsweise kein Hauptgebäude und kann einfach so bauen, wie es ihm gefällt, oder was? Wäre ja mal spannend zu wissen. Also wahrscheinlich baut er dann so lange einfach, bis er kein Geld mehr hat, oder was? Er hat jetzt noch diese beiden Türme dann. Mit anderen Worten. Speichern mal. So. Stell mich aber gerade echt besser an, als ich gedacht hätte. Aber wie gesagt, Überlebende, wahrscheinlich sind die total overpowered. Und bei den Mutanten zeigt es sich dann, dass es denen doch nicht so ist. Wir werden sehen, Freunde. Ich mache mir da keine Sorgen. Greif mal den Mutantenturm da an. Wie nennt sich der Turm eigentlich? MG-Ness. Ah ja. Okay. Da hat es bumm gemacht. Sehr schön. Der wehrt sich ja gar nicht. Jawoll! Sehr schön. Nächste Mission geschafft. Mensch, das geht gerade Schlag auf Schlag irgendwie. Werfen Sie einen Blick auf Ihre Anzeige, Commander. Dies ist unsere neueste Waffe. Der Flammenwerfer kommt überall hin, vernichtet alles. Sie werden ihn brauchen. Sind Sie ein Spieler, Commander? Ich schon. Daher sende ich zwei Truppen aus und lasse unsere Basis verwundbar zurück. Eine Truppe lockt bereits die meisten Mutanten aus ihrem Lager. Sie sind weg, aber kehren bald zurück. Während die fort sind, fallen sie ein, zerstören deren vier Öltürme und die umgebenden Gebäude und kehren dahin zurück, wo sie starteten. Wir können uns kein Versagen leisten, Commander. Wir tragen ein großes Risiko. Okay. Ja, ich sehe schon, wir haben wieder eine Nicht-Basis-Mission. Ja, Speicher ist unter Glück 2, ist okay. Ach ja, ich liebe ja Nicht-Basis-Mission. Frage ist, wo ist das Netz? Nest. Netz. Wir haben jetzt also einen Flammenwerferpanzer, ja? Ah ja, okay. Der sieht fast genauso aus wie der Geländewagen. Alles klar. Jo. Weiter. Vier Ölfördertürme sollen wir zerstören, also, ja? Okay. Wie er befiehlt. Dürfte jetzt, glaube ich, dann Mission 6 schon sein. Okay. Ich bin ja mal gespannt, wie der Flammenwerferpanzer sich gleich gegen den da anstellt, gegen den Skorpion. Super. Nicht so gut anscheinend. Kannst du die nicht auch einfach platt machen? Oh, die Mutanten haben auch Flammenwerfer. Interessant. Jawohl. Können Sie mal bitte alle Truppen da mal einfinden, bitte? Dankeschön. Das sieht nach einem MG-Nest aus und einem Gebäude. Die Rede war ja eigentlich von Ölfördertürmen, aber falls er nachproduziert, wäre es, glaube ich, besser, auf die auszuschalten, oder? Wehrt sich ja gar nicht. Gut, ich nehme es einfach hin, ne? Sehr schön. Jetzt wehrt er sich. Blatt machen. Den Turm dann mal platt machen. Das siehst du nicht richtig, wenn er sich wehrt. Aber das ist Mist. Aber ich finde es interessant, dass man einfach... Boah, Alter. Du hast gesehen, wie der Balken gerade runter... Ah, da sind sie ja. Maximalen Schaden anrichten und dann sich verpissen. Hit and run, würde man auch sagen dazu. Was ist das hier eigentlich? Schade zu spät. Ah, ich denke mal, es war nicht das letzte Mal, dass wir das Gebäude gesehen haben. Also, erstmal... Ja, das ist übrigens eine sehr gute Idee, mit einem Flammenwerfer in einen Ölförderturm reinzugehen. Das ist eine wahnsinnig gute Idee. Ich bin schon mal froh, dass die Explosionen keinen Schaden im Nachhinein hinzufügen, weil sowas hätte ich mir nämlich auch denken können, dass es sowas im Nachhinein auch noch gibt. Solche Schweinereien.
So, jetzt die andere Seite. Die Ölfördertürme noch und danach schnell verpissen. Jawohl, sehr schön. Jawohl, wunderbar und zurück. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Alles gut. Wir ziehen uns ja schon zurück. Los geht's. Wir sind schon auf dem Weg, Sir. Jawohl. Los geht's. Das ist ja gut, haben wir ja gleich den direkten Weg gewählt. Ich muss dazu sagen, ich wusste es nicht, also... Los geht's. Waren unsere Startposition, die war hier. Jawohl, los geht's. Jawohl. Wo bleibt der Rest? Was macht ihr da eigentlich? Wahrscheinlich sollen wir uns mit allen Truppen zu der Position zurückziehen. Ja. Ja, nehme ich mal an. Schneller! Los! Gib Gas! Bevor die Mutanten zurückkommen in ihre nicht mehr vorhandene Basis. Aber man merkt auf jeden Fall, dass die KI nicht aktiv ist. Das merkst du. Aber was macht ihr beide da? Was macht ihr da für einen Blödsinn? Schon unterwegs. Meine Güte. Schon unterwegs. Gibt es eigentlich nur das eine Lied, sag mal? Kann man das nicht einstellen? Nee. Okay, alles klar. Ja, egal. Das Lied ist trotzdem gut. Ich wundere mich nur, dass es die ganze Zeit immer wieder kommt. So, haben wir es jetzt alle zurückgeschafft? Ja, müsste eigentlich so sein. So. Das ist unsere Startposition jetzt. Oder nicht? Das war doch die Rede von... Moment. Eine Ebnung eines Dorfes. Ein Trupp unserer Leute hat Mutanten von ihrem Lager weggelockt. Sie werden nicht lange fortbleiben. Während ihrer Abwesenheit dringen sie in ihr Lager ein, zerstören ihre 4 Ölfördertürme, genauso wie die umgebenden Gebäude und kehren anschließend zum Ausgangspunkt zurück. Ja, den Pfeil hatten wir ja gesehen. Aber irgendwie sagt er nicht so Einsatz erfolgreich. Was? Ach du Scheiße, jetzt kommen sie. Das ist jetzt ein bisschen kurios, weil wir sind jetzt an unserer Startposition, aber es wird nicht gesagt, so, ja, Einsatz erfolgreich. Wundert mich gerade ein bisschen, jetzt kommen sie nämlich alle zurück. Ja, das werde ich gleich laden müssen wohl. Es sei denn, das war von dem Spiel einkalkuliert. Das kann nämlich auch sein. Übrigens, solltet ihr was im Hintergrund hören, wundert euch nicht. Jemand guckt Fußball hier. Ich bin an meiner Ausgangsposition. Wieso nimmt er das jetzt nicht an? Oder hätte ich noch den Turm vernichten müssen? Verstehe ich gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Tut mir leid. Verstehe ich wirklich nicht. Aber das hier war unsere Ausgangsposition. Komisch. Ganz merkwürdig. Ich meine, ich mache die natürlich nieder, ist klar, aber... Ich sehe auch kein X oder so, gar nichts. Da, ja, toll! Scheiße.
falsche Seite gewählt. Kein Problem. Hätte ich mir gewünscht, dass man es ein bisschen mehr auch über die verdeckte Karte hinweg hervorhebt. Er sagte nur Ausgangspunkt. Das war ja hier, wir waren ja hier gestartet. Und dass wir dahin sollten, davon war nicht die Rede. Mann, 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 das stand so aber nicht im Vertrag. Ah gut, egal. Rennen wir jetzt dahin, haben wir jetzt doch ein bisschen mehr verloren als erhofft. Aber dafür haben die Mutanten auch was verloren. Ne? Und zwar eine ganze Menge. Kommt noch irgendwas Mutantentechnisches? Sieht gerade nicht so aus. Lauft, Männers! Lauft! Geht doch. Sehr schön. Nächste Mission beendet. Welche Mission war das jetzt? 6, 7? Hey, Commander. Ich bin unterwegs mit einem Konvoi. Sicherer für alle. Also, wir haben 6 Fahrzeuge. Wir bringen Nachschub zu einem anderen Lager als Vorbereitung für einen großen Schlag oder so. Uns wurde befohlen, in Bewegung zu bleiben und schnell hinzukommen. Ihre Aufgabe ist es, 4 von 6 Fahrzeugen sicher rüberzubringen. Nun, ich und die Jungs hoffen, sie bringen uns alle dorthin. Nun, wir wissen nicht, ob die Mutanten Bescheid wissen. Ich hoffe nicht, sie auch? Speerende? Ja. Ja. Sehr hervorragend. Schwernicht-Basismission? Ach Gott. Also er scheint wirklich so ein bisschen dümmlich zu sein, habe ich so das Gefühl. Aber übrigens, der Synchronsprecher ist kein Unbekannter. Der hat nämlich auch den namenlosen Charakter von Risen eingesprochen. Risen 1 und 2. Ich weiß nicht, wie viele Mission ist das jetzt? Keine Ahnung. Ich speichere das jetzt einfach mal über beide Speicherstände. Auf jeden Fall dürfen wir schon recht weit sein. Das ist schon 6, 7? Ich weiß es nicht. Leute, keine Ahnung. Scheiße. 6 sollen durchkommen. 4 von 6 sollen durchkommen. Ja, okay. Schon unterwegs. Und wir haben nur schnelle Einheiten hauptsächlich. Schon unterwegs. Ah, da vorne sind sie schon. Schlagzug. Dass wir nur Fahrzeuge haben, ist echt blöd. Schon unterwegs. Einsatzbereit. Was seid ihr? Ihr seid auf jeden Fall keine Techniker. Das sind Raketenwerfer. Okay. Die dümpelt da so schön vor sich hin. Hervorragend. Also sollen wir denen quasi den Weg freiräumen, ja? Und einfach irgendwie hoffen, dass von hinten nicht plötzlich irgendwas kommt. Was natürlich wahrscheinlich der Fall sein wird. Einfach platt fahren. Die LKWs lassen sich voll aus dem Konzept bringen. Also noch kommt nichts von hinten. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Wahrscheinlich nicht sehr lange. Speichern. Ich weiß, ich speichere sehr oft. Ja, lasst mich. Das würde ich auch privat so machen. Folgen die jetzt eigentlich einfach nur der Straße oder was? Sieht ja fast so aus, ne? Also wir müssen im Grunde einfach nur der geteerten Straße folgen. Oh, da kommt schon die Nächsten. Platt machen, genau. Ich glaube, ich sollte mich auch nicht zu weit von ihnen entfernen. Für den Fall, dass was von hinten ankommt. Die ganze Zeit habe ich so dieses blöde Gefühl, dass irgendwann irgendwas von hinten kommt. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Weiter. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Ja. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ja. Ja, das war klar. Dicker Monster Truck. Mach den platt! Die Sau! Sehr schön. Noch haben wir nichts verloren, aber es wird sich gleich ändern. Bei den Gesundheitszuständen, die man so sieht, sind das überhaupt noch die 6? 2, 3, 4, 5, 6. Ja, sind das. Hey! Abfangen, die Sau! Soll ich ein bisschen übertrieben mit Raketenwerfern auf die zu schießen?
Das Sondereinsatzkommando hätte mir gereicht. Ah, ich sehe Öl.